Ich mache schon mal das erste Feuer. Super in so einem Fallschirm. Der Haufen, das ist auf jeden Fall 2 Stunden Feuer. Dabei sind die Leute dann auch da. Dann kann man nachlegen. Das ist so geil mit der Militärwasserkanister. Ewig viel drinnen. Richtig heißes Wasser ist das. Beziehungsweise kaltes. Dieser Toilettenpapier. Ah ja. Rucksäcke könnt ihr hier hinlegen, hier vorne. Die Rucksäcke, alles da. Alle mal dahin. Hier. Da schlafe ich in gewohnter Manier. Und die Leute tun da hinten irgendwo im Wald. Oh, man schwitzt so, dass man eh nicht mehr. 10.000 Euro. Bin ich hier die Älteste? Ich glaube, das ist nichts fürs Video. Beste Aufnahme. So baut man es nicht, oder? Die Anschlussschleife. Okay. Ups, die Zeck. Gut, er war ja neben mir gelegen. Das kennt jeder, oder? Der klassische Bogen, mit dem dürft ihr schießen. Das ist halt ein Einfachbogen. Aber das reicht, der ist rechts und links, rechts und links geeignet. Diese ganzen Dinger mit den Händen sparen wir uns, weil wenn man einen Einfachbogen gebaut hätte, hätten wir auch nichts gehabt. Und einen Einfachbogen zu bauen, hätte so lange gedauert. Ihr werdet jetzt nicht viel hören. Was ihr hört, ist der Einschlag. Ich gehe auf den Pfeil, der ist 20 Meter. Wow. Gut. 10er. Herz. Also so geht's. Ich zeig das nochmal. Weil jeder will mit dem mal schießen, der macht das quasi auf. Ja? Wie ein Abzug. Ja? Dann geht das rein. Dann macht das quasi zu. Ja, zu. Mhm. Und dann ist die Technik. Oh. Weil das halt mehr Können erfordert. Das muss den Bogen halt kennen und so. Ja. Genau, jetzt gehen wir mal schießen. Auf Schulterbreit ganz entspannt weitergehen. Leicht nach vorne geneigt. Je weiter ihr die Rückenlage bekommt, so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wegrutsche. Das sieht gut aus. Genau so. Vertrauen ist Material. Vertrauen. Heute bin ich mit der Schulklasse draußen. Und es ist immer ganz cool, was die so machen und zaubern. Heute habe ich ein Einzeltraining da bei mir im Bergtierpark. Ich bin gerade hier auf die Mittagszeit. Feuerstelle. Ist schön da unten. So ein eigenes Waldstück hier. Klar sind immer, keine Ahnung, hunderte Leute im Park, aber die kriegen wir nicht mit und die kriegen uns nicht mit.
Beim Thema Feuer machen fangen wir die Leute immer mit dem letzten Streichholz, also es ist ein letztes Streichholz. Und im Idealfall kommen wir dann zum ewigen Feuer, also bis hin zum Feuerreiben dann zum Schluss mit Mittelalterfeuerzeug und Feuerstarter natürlich und so weiter. Mal schauen, wie das hier ansteht. Na, weißt schon, ne? Aber wenn es einmal brennt, dann brennt es meistens leicht wieder. Ne? Super. Ja, ein bisschen so mehr im Daumen drüber. Der war super. Jetzt klärt es. Perfekt, super gemacht. Da ist es. Bravo, perfekt. Pass auf deine Haare auf, wenn es brennt. Gell? Dann brennt es besser. Haha, das stimmt schon, ja. Lebende Fackel. Super, du bist gut. Passt schon, boah, Flammen sind schon da. Genau, jetzt drehst du es um. Wie? Nach unten. Nach unten, so, ja. Ja, genau. Ah, scheiße. Ja, kannst du nehmen. Greif es auch wieder, also mit den Händen, der Holz da. Da. Perfekt, ja, bist bei deinen Flammen. Sehr perfekt. Gut gemacht. Bravo. Perfekt. Und das ist nur Birkenrinde, kein Stroh. Das ist echt super. Mit Birkenrinde ja, top. Hast du das gemacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut geht. Sehr gut.